Einen wunderschönen guten Tag zurück zu einer weiteren Folge Starfield. Wir waren... Hier muss ich mal gucken. Ah ja. Ja. Genau, wir wollten... Wir haben, glaube ich, zwei Geschichten für SNN noch, die wir gerne kundtun wollen würden. Natürlich anonym und gegen Money Money, hoffe ich. Wenn du eine neue Story-Auflage hast, bezahle ich dich nur zu gerne. Ja, natürlich. Hast du eine neue Story für mich? Ich war dabei, als die große Schlacht zwischen der Systev und der Crimson Fleet tobte. Gigantisch. Dass die Systev im Grunde genommen weg vom Fenster ist, das wird noch viel mehr Auswirkungen haben. Ich schätze, du gehörtest nicht zu den Guten. Dann solltest du ein paar Sachen wissen. SNN schützt seine Quellen. Ich gebe niemals irgendeine davon preis. Und das meine ich auch so. Okay. Was du mir sagst, fällt also nicht auf dich zurück. Sehr gut. Falls das für dich okay ist. Wie sah deine Beteiligung aus? Vergiss es, die Behörden werden das also nicht gegen mich verwenden können. Okay. Die Behörden werden das also nicht gegen mich verwenden können. Was du sagst, werden sie natürlich lesen. Aber ich nehme alles raus, was dich belasten könnte. Mhm. Sagen wir einfach, ich war dort. Ich weiß, was passiert ist. Damit kann ich arbeiten. Die Vigilance war also beim Schlüssel und es gab einen heftigen Weltraumkampf. Und irgendwie wurde die Vigilance am Ende gekapert und der Systev wurde ein schwerer und vielleicht tödlicher Schlag zugefügt. Kommentar? Das war Verzweiflung. Die Fleet war an genug Geld gekommen, um das Kräfteverhältnis zu verändern. Ach, das erklärt alles. Mir war einfach nicht klar, warum die Systev so etwas Hirnrissiges gemacht hat. Aber warum? Wenn ich zwischen den Zeilen lese, hast du der Crimson Fleet sehr geholfen. Die Piraterie wird noch viel schlimmer werden. Also, warum? Ich wollte meinen Teil von der Beute. Es zählen nur kalte, harte Credits. Meiner Erfahrung nach läuft meistens alles auf Geld hinaus. Ich rede mit dem Verlag, aber es dürfte bald erscheinen. Ich spreche hier einzig und allein als Mensch. Aber ich hoffe, du wirst deine Taten nicht allzu sehr bereuen. Okay. Meine Quelle ist zurück. Gibt es was zu berichten? Natürlich. Ich habe Informationen zum Gelbank-Überfall in Aquila City. Du kommst echt herum. Wundert mich, dass die Filiale noch Kunden hat, wenn ich bedenke, wie oft sie überfallen wurde. Aber ich dachte, die Ranger hätten das endlich unter Kontrolle bekommen. Es ging wohl ziemlich zur Sache. Stimmt das? Ich war auch zum ersten Mal dort. Willkommen in Aquila City. Beachten Sie den Überfall gar nicht. Immerhin muss man für die Räuber nichts zahlen, heißt es. Im Preis inbegriffen. Was war mit den Räubern? Die Shaw-Bande? Der Marshall hat dafür gesorgt, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Für immer. Das kann ich ihm nicht verübeln. Bewaffnete Räuber verdienen keine Gnade. Solche Dinge laufen oft schmutzig ab. Kamen Kunden oder Bankleute zu Schaden? Zum Glück gab es keine Opfer. Es gab nicht einmal Verletzungen, glaube ich. Das freut mich wirklich. Normalerweise... Naja, das läuft nicht immer so ab. Du warst dort und du warst an der Lösung beteiligt. Was sagst du zu den Freestar Rangern? Ein weiterer heftiger Überfall in ihrem eigenen Einzugsbereich ist nicht gerade toll. Verzweifelte Menschen neigen zu verzweifelten Taten. Die Ranger haben ein Massaker verhindert. Echt gut, das zu wissen. Solche Stories regen immer den Zorn und den Appetit der Leute an. Danke für das Interview. Und hier, für dich. Money, money, money. Okay, haben wir auch. So, jetzt war... Müssen wir selber gucken. Was ist denn das nächste? Wir haben noch diese Aktivitäten. Ich frage mich gerade wirklich, ob wir
dieser Aktivität noch nachgehen sollen. Geh mal kurz auf den Planeten, denn wir haben doch hier, da steht doch, sprich mit Sam Coe. Sam Coe oder sprich mit Commander Tula darüber den... Achso, wir könnten den Vanguards beitreten oder wir sprechen erstmal mit Sam Coe. Sam Coe, die Lodger. Ich würde sagen, das machen wir. So, wir reisen mal da direkt hin. So. Das müsste ja hier sein, oder? Sam Coe. Steht hier aber nirgendwo. Oder ist das hier? Oh, das ist die Hauptmission. Die Hauptmission? Oh. Nee, die will ich ja eigentlich noch gar nicht verfolgen, ne? Würde entweder ein Licht ins Dunkel für die Stories. Haben wir jetzt ein paar gefunden. Oder die Pflicht ruft. Wilcox. Wir könnten den Rangern beitreten. Okay, wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt doch hierher. Nach Neon. Okay. Interessant. Da waren wir doch gerade erst. Wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, noch Sachen. Da müssen wir dann später mal gucken wegen Einkaufen. Ich dachte, wir sind mit Ryujin fertig. Oder gab es hier noch eine Aktivität? Interessant. Dann gibt es hier tatsächlich noch eine Activity. So. Erde. Wie sind wir denn angezogen? Das muss ich auch immer wieder mal checken. Denn wir brauchen... Okay, Tarnanzug, Laborkittel, Business. Haben wir jetzt den Business an? Business, okay. So. Als Techniker sind wir für die Vor- und Nachbereitung der Einsätze zuständig. Ah ja, okay. Du wolltest mit mir reden? Du unterbrichst mich. Ist diese Zeit budgetiert? Was? Ja, ich habe diesen Zeitblock angefragt. Das bezweifle ich. Ich kenne meinen Zeitplan und diese Unterhaltung ist nicht budgetiert. Wenn Zeit Geld ist, dann sagen wir schlicht, dass Miss Serrano über solch unnötige Ausgaben nicht erfreut wäre. Was machst du denn da? Sprich das hier nicht an. Es ist nur ein beiläufiges Gespräch, wir müssen nicht alles dokumentieren. Gutes Argument. Und da du wohl Bandbreite übrig hast, kannst du mir vielleicht helfen, eine Indiskretion zu klären. Ich könnte dir vielleicht mit dieser Indiskretion helfen. Gut. Ich gebe dir ein paar Details. Ich helfe in letzter Zeit den verarmten Menschen in Epside und in der Unterstadt. Ich kaufe ihnen Essen, bringe sie in die Klinik, spende Trost. Aber ich habe dabei eine Slate verloren. Oh. Du musst sie für mich finden und mir bringen. Warum vertraust du mir? Es ist keine Frage des Vertrauens, sondern der Zeit. Meine ist knapp, deine nicht. Was steht in diesem Dokument? Informationen für ein Einsatzbriefing. Der Inhalt selbst ist nicht sonderlich heikel. Wenn du mich also verraten willst, die Informationen sind nicht viel wert. Meine Schlampigkeit ist mir nur peinlich und ich möchte das beheben. Ich finde die Slate. Dann sind wir uns einig. Gut. Geh in die Unterstadt und rede mit der Bettlerin Huang. Okay. Sie sammelt alles Mögliche auf. Vielleicht hat sie die Slate also zufällig gefunden. Wenn du sie findest, bring sie mir bitte. Ich bezahle dich für deine Zeit. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dann verfolgen wir die Aktivität. Hä? Wo ist die denn? Ah. Okay, die Aktivitäten werden dann zu Missionen. Gut zu wissen. Dann ist die eine Mission, die wir da haben, also auch vermutlich eine Aktivität. Lobby. Na, dann schauen wir uns noch ein bisschen in Neon um, wa? Whee.
Ich will meinen Durst aber nicht stillen. So. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie dann nochmal eine Ressourcenliste bauen, fällt mir gerade so ein. Oder machen, was wir alles noch brauchen an Materialien für unseren Basenbau. Den will ich ja weitermachen. Ach, die Leichen liegen hier immer noch. Ey, dass auch keiner die Leichen wegräumt, wa? Finde ich irgendwie crazy. Die liegen da schon weiß Gott wie lange rum. So. Aha, okay. Wenn du ein paar Creds übrig hast, ich nehme sie gerne. Hey Chief, hast du ein paar Creds übrig? Hm. Ergebensten Dank. Bist echt ein toller Hecht. Ich zahle dir das irgendwann zurück, Straßenehrenwort. Das ist eine Investition, keine Spende. Aha. Bettelst du schon lange? Ungefähr 6 Jahre. Merkt man, oder? Weil ich so gut bin. War jede Menge Übung nötig und ich musste meine Botschaft verfeinern. Aber wenn du Feedback hast, Chief, immer her damit. Okay. Fürs Erste solltest du aber auch nö. Ich weiß nicht, bettle mehr. Oh, super Tipp. Ich gebe nie auf, auch wenn ich mal komplett pleite bin. Okay. Hast du eine Unterkunft? Augenblicklich nicht. Früherlich nicht. Zukünftig? Ich arbeite daran. Mal sehen, wie das Quartal läuft. Aber was Besseres finde ich sowieso nicht so leicht. Ich habe einen super Platz neben dem Trawl-Laden. Mit Dach und All-You-Can-Eat-Müllbuffet. Ich kann zwar nicht alles essen, was sie wegwerfen, aber genug. Okay. Na, immerhin. Ein Ryuchi-Techniker wollte wissen, ob du irgendwelche Slates gefunden hast. Ja, hab ich. In einem Mülleimer. Neben einem halbgegessenen Chunk. Das war perfektes Timing. Neulich hat der Wind nämlich all meine Kalkulationsbögen weggeweht. Weißt du? Aber mit dieser Slate wird mir das nicht passieren. Du arbeitest mit Kalkulationsbögen? So ist es. Ich schreibe sie mit der Soße aus den Tütchen auf die Servietten. Ist kein perfektes System, aber es funktioniert. Ich kann deine alten Kalkulationsbögen suchen und sie gegen die Slate tauschen. Hm, dann müsste ich nicht wieder von vorne beginnen. Okay, abgemacht. Es ist beim Pausenbereich passiert. Die Seiten könnten auf dem Boden, den Tischen oder sogar auf dem Dach liegen. Mhm. Wenn du alle drei findest, gebe ich dir die Slate. Alles klärchen. So. Das ist Nummer 1. Oh, wir sollten die vielleicht noch lesen, ne? Einnahmen. Ausgaben. Überschuss aus dem Vormonat. Saldo am Monatsende. Okay. So. Einnahmen, Ausgaben. Also sie hat auf jeden Fall immer ein bisschen... Plus finde ich gut, aber auch irgendwo traurig, ne? Aber es ist ja bei uns teilweise nicht anders. Auch wir haben Leute, die leider auf der Straße liegen und dort schlafen. Es könnte mal langsam aufhören zu regnen. Sag mal, hallo. Hast du Sachen? Wir haben Danke für dein Verständnis. Okay, dann lasse ich dich lieber alleine. So. Hast du ein paar... Hey, Chief. Ich habe deine Kalkulation gefunden. Wow, was für eine überragende Leistung. Jetzt kann ich endlich so richtig Ordnung schaffen. Hier ist deine Slate. Sag deinem Tech-Typ, dass ich sie nicht angerührt habe. Und selbst wenn, würde ich nichts davon verstehen. sehr vertrauenswürdig, wenn sie das so sagt, dass sie nicht reingeguckt hat und nichts versteht. So, aber gibt es nur diesen einen Weg nach unten? Also nach ganz, ganz unten? Weil es sieht ja fast danach aus, ne?
Haben wir eigentlich Neon mittlerweile, jetzt muss ich nochmal was gucken, haben wir Neon mittlerweile komplett erforscht? Nein. Uns fehlen tatsächlich noch ein paar Daten. Und zwar, wenn wir wieso unten sind, können wir ja nochmal gucken gehen. Wir brauchen halt Daten von Fischi Fischi. Und die Fischi Fischi sind unten. Wenn wir wieso hier schon unten sind, dann können wir auch direkt runterfahren. Und nochmal gucken gehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Fischi, 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 Fischi. Oh. '83, ja. Ja, 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 ja. Ha. Vielleicht sehen wir von woanders noch ein paar mehr Fischis. Ah, die haben wir schon, ne? Ja. Hm, gehen wir mal auf die andere Seite. Oder hier. Da ist noch einer. Ja, ich habe halt keine Lust runterzufallen. Oh, 83. Nee, Riesenbarsch. Okay, einen haben wir fertig. Jetzt fehlen uns noch die Riesenbarsche. Einer. Ein Riesenbarsch. Da. Ah, Neon ist fertig. 200 XP. Sehr gut. Wieder mehr zum Verkaufen. Denn die Slates können wir ja alle schön... Das sind ja Informationen. Und Informationen lassen sich ja gut verkaufen. Das haben wir ja schon festgestellt. Ja, ich glaube, an Geruch kann man sich gewöhnen. Oder nicht, man kann sich gewöhnen, man gewöhnt sich automatisch irgendwann an Gerüche. Das ist meiner Meinung nach normal. Nee. Genau, wir müssen ja dann nochmal gucken, was wir an Material brauchen, fällt mir gerade so ein. Zum einen für die Forschung. Also wir brauchen so eine Puppen. Denn wir wollen neben dem neben der Forschungsanlage möchte ich eine Puppe noch hinbauen, dass da Forschung zum Beispiel drin ist. Dann vielleicht so eine Art Ingi für einen Ingenieur. Vielleicht haben wir, gibt es da ja klamottenmäßig was. Ja, schauen wir dann. So, mein Guter. Es gibt immer etwas zu tun. Man muss ich habe deine aktuelle Slate. Du warst dieser Aufgabe also gewachsen. Aha. Und wie gesagt, Zeit ist Geld. Hoffentlich sind diese Credits eine angemessene Entlohnung für dich. Schauen wir mal. Jetzt entschuldige mich, auf mich wartet ein Agent. 2000. Die XP, die nehme ich sehr, sehr gerne. So, dann haben wir ja hier noch ein Licht ins Dunkel bringen. Da, ach so, das ist so eine Nebenaktivität, okay. Rede mit dem Rekrutierungsbefehl von Guardian. Finde den Notruf. Wir setzen mal einen Kurs nach Red Miles. Kurs festlegen nach... Ja. Oh, ist im neuen System. Gut. Das machen wir doch mal. Ich mag Schussübungen. Wir haben den Blaffantrieb erwischt. Kann mir mal einer verraten, was das sollte gerade? Oh, die UC Dev. Okay. Crimson Fleet? Oh, das sind Crimson Fleet, Leute. Ach, du Heiliger Bimbam. Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Stimmt, wir sind ja Mitglied der Crimson Fleet. Wen haben wir denn da jetzt abgeschossen?
Haben wir die UC Dev abgeschossen? Oh, das wäre mies. War hier noch mehr? Ist jetzt die Frage. Hier, da wird noch was angezeigt. Na toll, von da kommen wir gerade. Ja, von da kommen wir auch UC Dev. Ach du heiliger Bimmer. Jetzt haben wir tatsächlich die UC Dev abgeschossen. Na gut. Wir sind halt Mitglied der Crimson Fleet. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal scannen wir den Planeten. Wir haben hier noch 0 und der hat auch noch Flora und Fauna. Ja gut, wir gehen mal hier runter und schauen uns mal kurz um. Beginne Landezyklus. Es gibt einen Landeplatz. Interessant. So. Red My Security. Okay. Weiß nur nicht, wo wir hin. Red Mile. Ich gehe davon aus, dass wir da hin müssen, rein müssen. Also gehe ich jetzt mal einfach von aus. Guten Tag. Ist aber eine größere Schleuse als bei uns. Schieß mich nicht! Ich habe nichts gemacht! Schwachsinn! Dachtest du echt, du kannst einfach unbemerkt abhauen und die Zeche prellen? Ich wollte nur frische Luft schnappen. Habe ich der Barkeeperin auch gesagt. Frag sie doch! Frischluft, was? Auf einem Planeten ohne Atmosphäre? Das reicht, Stalker. Weg mit der Waffe. Wegen kleiner Missverständnisse erschießen wir keine Gäste. Bitte setz dich wieder an deinen Tisch. Es empfiehlt sich nicht, unser Etablissement zu verlassen, ohne bezahlt zu haben. Frische Luft brauchst. Bezahl, geh nach draußen, komm wieder rein und bestell neu. Tut mir leid, ich dachte, das wäre kein Problem. Da lagst du falsch. Gründlich. Das reicht jetzt. Ich glaube, der Herr hat es verstanden. Gehen wir alle wieder rein, ja? Und Stalker, wir beide reden nachher noch einmal über die Okay. Ich kann's kaum erwarten. Ein Servo-Anzug, würde ich sagen, ne? Ich bin hier für die Security zuständig. Mhm. Mach mich also lieber nicht wütend. Okay. Mit wem soll ich denn hier nochmal reden? Jetzt ist es weg, oder? Bin ich doof? Mit wem sollten wir denn hier reden? Och, Mann. Irgendwen. So, wir gehen nochmal raus. Karte. Steht das nicht dabei, mit wem wir reden sollen? Nee, ne? Ach Mann. Das ist mies. Okay. Okay, eine Spielunke ist der. Ja, komm, ey. Ich habe keine Ahnung, oder haben wir die zufälligerweise in irgendeiner Form gerade aktiv? Mission. Nein, wir haben gerade keine aktiv. Aktivitäten. Das ist alles, das sind alles Aktivitäten, die wir noch haben? Du heiliger Bimmer, alles? Ist das nicht das, was wir alles schon fertig haben? Ja, würde schon sagen. Mit Barrett sollen wir sprechen. Okay, mit Imogen. Reden im Rekrutierungsprozess? Nee.
Ist das nicht das hier? Ah, sag ich ja. Wenn du dich anmelden willst, musst du mit Mr. Bein sprechen. Ich? Sorry, aber ich gebe keine. Ohne Toilette. Schön, dass du hier bist. Ist das draußen? Ja. Dann schon. Der Planet hat keine Atmosphäre, aber Tiere? Oh. Jetzt sagt mir nicht. Hä? Ich steig jetzt gerade gar nicht mehr durch. Unten. Hä? Nee, oben? Ah, du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Ja, bitteschön. Aber jetzt sollen wir an unseren Stuhl? Ich steig hier ehrlich nicht mehr durch. Okay, jetzt reisen wir wieder nach da. Okay. Also so. Ich steig wirklich gerade nicht mehr durch. Was? Wo will er jetzt hin? Okay. Sieht ja fast aus wie unten. Er will jetzt das wieder rein. Er sagt mir nicht, ich soll jetzt zum Schiff. Raumhafen. Das ist doch unser Schiff, wo wir hin sollen. Ja. Kann mir das jetzt mal... Ich steck hier... Also, verlassen? So, wir sollen rein. Machen wir. Er will wieder, dass wir da rangehen. Ist das ein schlechter Scherz? Mania Adams. Wer ist das? Und wo soll die sein? Jetzt auf Neon? Wir haben hier zwei Sachen auf Neon. Okay, dann gehen wir jetzt nach Neon. Also so. Durchsteigen tue ich gerade nicht. Wir fliegen jetzt von einem System ins andere, weil irgendeine Person mit uns labern will. Okay, die... Okay, das sieht jetzt zumindest wie in einem Club aus. Okay. Eventuell haben wir sie jetzt endlich gefunden. Keine Ahnung. Ja. Hoffe ich doch mal. Sonst haben wir ein Problem, weil ich will hier nicht 1000 Jahre durch die Gegend reisen. Ah ja, perfekt. Oh ja, ist der Wahnsinn hier. Hi. Ich mag solche Musik nicht, aber der Lärm bietet eine gute Deckung. Was führt dich nach Neon? Ich bin geschäftlich hier. Ich muss hinter meinen Kunden aufräumen. Geschäftlich. Was musst du beruflich? Ich arbeite freiberuflich für ein paar sehr wohlhabende Kunden. Sie bahnen Deals an, ich ziehe sie durch. Wie gefällt dir Neon? Der exotischste Zufall der Welt. Sie haben die Droge ausgerechnet im Fischöl entdeckt. Aber Öl ist eine alte Geschichte. Von Fett und Flamme.
Das Fett schmiert die Räder des Handels, die Flamme zieht die Motten an. Sei also vorsichtig, mein kleines Insekt. Mhm. Wenn du zu nah heranfliegst, verbrennst du dir die Flügel. Ja, kann sein. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Vielleicht ja. Ich bin eigentlich hergekommen, um einen Deal abzuschließen. Aber der Kunde war so dämlich, einen Alleingang zu versuchen. Anstatt die Beweise zu entsorgen, hat er sie in einem Lagerhaus gelassen. Amateurhaft. Es gibt also einiges aufzuräumen. Und das würde ich lieber einen Dritten machen lassen. Hast du Interesse? Jo. Ich brauche mehr Informationen. Was genau soll ich tun? Es ist ein simpler Job. Du musst nur etwas abholen und verkaufen. Es wäre unklug, dir noch mehr darüber zu sagen. Okay. Sieh nur zu, dass es sich für mich lohnt. Ich gebe dir die Hälfte von meiner üblichen Gebühr, die laut meinen Kunden absoluter Wucher ist. Aber ich bin jeden Cred wert. Du findest die Ware in einem Spind im Lagerhaus hinter Neon Tactical. Die Gangs in Appside verkaufen in der Gegend oft ihren Sonnenschein und ihre Lollipops. Wenn was schief geht, musst du improvisieren. Die Alles Ware klar. Verkaufst du dann an Coleman Lang von der Handelsaufsicht, sodass sie Teil vom regulären Sortiment wird. Und danach kommst du wieder her. Mhm. Alles klärchen. Ja, nee, Ofeli, dass sie hier mit Taschen rein und raus rennen. In den Club. Mit so Sporttaschen. Mhm. Gar nicht auffällig. Überhaupt nicht. So. Das wäre dieses hier. Das sollte ja relativ zügig gehen. Wir haben eine Sniper-Pistole. Ah, die hat aber... Mein Problem ist halt, dass die Sniper-Pistole nicht so viel Schuss hat. Wie unser Sniper-Gewehr. Okay. Und dann müssen wir wirklich mal nach Hause und nochmal gucken, was wir alles an Material brauchen. So, einfach mal eine Liste aufschreiben. Wenn es noch und dann schauen wir mal. Also die sagen hier nichts mehr, die Gangmitglieder. Waren wir denn da nicht schon mal drinne? Huh. Wow. Das war knapp. Würde ich jetzt mal sagen. Wo kommen wir jetzt hier hin? Okay. Hallöchen. Aha. Ich gehe wieder hoch. Oho. Ab zu den Fischen, könnte man auch sagen, ne? Was ist das? Wir müssen nach oben. Wir kommen jetzt hoch. Erstmal pfeifen wir uns hier wieder rein. Sehr schön. So, wie kommen wir jetzt hoch? Da. Aber dass wir ganz nach unten kommen, das ist auch geil. Aber wir können, glaube ich, nicht... Ich weiß, können wir schwimmen? Ich weiß es gar nicht. So, wir müssen jetzt wirklich mal gucken. Es könnte sein, dass wir hier lang müssen. Nee. Wie kommen wir da am besten hin? Ja, wir müssen irgendwie vorher links abbiegen. Geht mal aus dem Weg hier. Da. So. Okay. So, erstmal Tarnanzug an. Dann.
was ist denn? Falls du ein Verbrechen melden möchtest, musst du selbst damit klarkommen. Neon Security ist heute komplett ausgebucht. Okay. Ihr seid also beschäftigt, um euren Job zu tun. Ah, okay. Tja, das ist deine Meinung. Ich kümmere mich gerade um eine Messerstecherei, einen Junkie, der von der Plattform springen will, zwei Raubüberfälle und ein ausgeräumtes Schiff. Wenn du mir also nicht sagen willst, dass der Trade Tower gleich ins Meer stürzt, kann das wohl noch warten. Okay. Ja, kein Problem. Klingt, als hätte ihr ja alle Hände voll zu tun. Hat wahrscheinlich mit diesem süßen kleinen Emblem auf meiner Panzerung zu tun. Siehst du? Da steht Neon Security. Das ist mein Job. Aber es stimmt, wir sind bei der Neon Security. Du hast schon viel zu viel von meiner Zeit vergeudet. Also zisch ab und kümmere dich selbst um deine Probleme. Mache ich. Bist du bereit, mit mir zu reden, oder was? Bist du bereit, mich zu bezahlen, oder was? Mhm. Na sowas. Mein Plan hat sich gerade geändert. Ich habe jede Menge Zeit zum Reden. Wunderbar. Mhm. Was willst du? Das weiß ich gar nicht. Gesagt auch nicht. Bleib schön sauber. Dann haben wir keine Probleme. Ja. Ich hätte ihn gar nicht bezahlen müssen, ich voll Honk. Wir waren hier doch schon mal. Zeig ja. Das war doch da, wo wir... Okay, das bedeutet, wir waren derjenige. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen, weil... Das ist doch Schmuggelware. Mhm. Hm. Wenn jetzt die Security kommt, bin ich am Eimer, oder? Also zwei Aufträge haben uns jetzt dahin geführt. Das finde ich faszinierend. Dass zwei Aufträge uns in das gleiche Lagerhaus gebracht haben. Da wir schon aufgeräumt haben, scheint das aber kein Problem zu sein. Ey, mein Gutser! Ist hoffentlich keine Zeitverschwendung. Ich habe mich gefragt, ob du Interesse an diesem schönen Ding hast. Keine schlechte Waffe. Allied Armaments gehört zwar zu den UC, die Produkte entsprechen aber dem Militärstandard. Aber darum geht es hier nicht. Diese Waffe ist heißer als eine Pfanne voll Fischfett. Dafür bekommst du nicht mal annähernd den Marktpreis. Mhm. Waffentechnik. Ah, die Anpassungen an dieser Pistole sind nicht billig. Rückstoß und Feuerrate wurden verbessert. Wer sich so gut mit Waffen auskennt, lässt sich nicht übers Ohr hauen, was? Mhm. Gut. Ich zahle den vollen Preis. Aber nur, weil ich weiß, dass NSEC nicht danach suchen wird. Okay. Gut, Wenn du noch was, findest, bring es mir gern vorbei. Oh, der nimmt tatsächlich Schmuggelware. Geil. Okay, dann gehen wir jetzt so schnell zurück. Vorsicht, wenn du auf diese So, wir sollten jetzt aber unsere Dings wieder anziehen. Business. Wir müssen mal gucken, ob der Helm was wiegt. Wenn nicht, können wir den ja dauerhaft anlassen. Das sieht zwar komisch aus, aber ist so. Stell bloß nichts an, klar? Ich nicht, ich bin unschuldig. Immer. Wunderschön. Ich habe die Ware an die Handelsaufsicht verkauft. Dann kann mein Kunde ja beruhigt sein. Er ist ein ernster Mann. Hat seit Jahren nicht gelächelt, weil er nichts davon hält. Aber ich schweife ab. Hier ist die versprochene Bezahlung. So, schauen wir mal. Wir haben 500 bisher. Oh, okay. Ist okay. So. Dann. Ups. Okay, dann machen wir an der Stelle mal Feierabend und gucken dann, was wir als nächstes machen. Daher, ja, danke fürs Zusehen und tschüss.